So, wir haben keine Missionen mehr. Vielleicht sollten wir nochmal speichern gehen. Und dann schläft vielleicht auch mal irgendjemand aus hier, damit wir wieder eine Mission kriegen. Ich weiß es nicht. Schauen wir doch mal. Wie sieht es denn eigentlich so munitionstechnisch aus? Oh, ganz okay. Und da ist auch schon unser Anruf. Na, siehst du mal. Wer stört? Carl, you get that dossier? Yeah, I got the files. What you want me to do with them? We need to meet up someplace quiet and take care of things. There's a ghost town, Las Brujas in the Devil's Castle. You know it? Yeah, I'll find it. I know you will. I'll see you there, Carl. Aha. Wir müssen also wieder in die Wüste. Da hätte ich auch wirklich gleich dort bleiben können, wo wir waren. Hätte er mal eher angerufen. Und an einem ruhigen und ungestörten Ort sollen wir die Akte überbringen. Hm, klingt nicht gut für uns. Denn bisher haben die sich noch nie daran gestört, irgendwelche krummen Dinger zu drehen in irgendwelchen Hinterhöfen oder in den... What the fuck? Was geht denn hier ab? In irgendwelchen Hinterhöfen oder in den... Heidewitzka, was ist denn mit denen los? In irgendwelchen Hütten von denen, die sie dann anstacheln, irgendwelche bösen Dinge zu tun. Und plötzlich wollen sie sich an einem ruhigen und ungestörten Ort treffen. Das würde mich doch sehr suspicious machen. Ja, schauen wir doch mal. Wir sind gut bewaffnet. Ja, hinter mir sind sie her, na klar. Oh, hier bin ich irgendwie falsch. Da sind gerade welche vorbeigefahren, wo sich sogar einer aus dem Fenster gelehnt hat, um auf die Bullen zu schießen, die hinter ihm herbrausen. Aber hinter mir seid ihr her, wenn ich ein parkendes Auto mir nehme. Leute, das ist San Andreas, da beschafft man sich sein Vehikel so. Huch, wie konnte das geschehen? Entschuldigung. So, mal schauen, ob wir hier drüben vielleicht den Heli finden auf dem Flughafen. Ich meine, theoretischerweise tut es auch ein Flugzeug, aber Heli wäre mir eigentlich lieber. Schauen wir mal. Hier drüben vielleicht irgendwo? Nein, nicht so. Das sind bloß die kleinen Flieger. Die es zur Not auch tun. Wobei ich würde wahrscheinlich eher den hier nehmen, den Schamal. Aber ein Heli wäre mir lieber. Ich glaube, wir finden bloß keinen. Ne, sieht schlecht aus. Na gut. Dann lass uns einen von den Schamals schnappen. Und dann fliegen wir damit halt in die Wüste. Wir haben ja einen Fallschirm. Theoretischerweise. Okay, auf geht's. Ich frage mich bloß, warum Salvatore sich nicht meldet. Wir haben noch gut für ihn gearbeitet. Hat er nichts für uns zu tun gerade? Ich wollte die Storys doch eigentlich ein bisschen trennen, damit das ja alles so in einem Guss ist. Aber, naja, was soll's. Machen wir uns halt erstmal auf zum Devil's Castle. Jetzt geht es in die Geisterstadt, bei der ich immer mal wieder erwähnt habe, dass dort noch was abgehen wird. Denn nun kommt es zu einem kleinen Höhepunkt in der Geschichte mit Tempany und Tulesky. Oh shit, da ist eine Flugabwehrrakete hinter mir. Zwei. Oh shit. Oh shit. Ich steig da mal aus. Das war jetzt nicht ganz der Verlauf, den ich wollte, aber ich habe nicht dran gedacht, dass hier Area 69 ist. Na gut, dann sind wir jetzt halt eine Weile mit dem Fallschirm unterwegs. Das ist auch in Ordnung. Oh, wir sind schon direkt über der Stelle, zu der wir müssen. Kann das sein? Ja, hier unten ist es schon. Sieh mal an, da unten sieht man sogar schon die Zielmarkierung. Na gut, dann stürzen wir mal ganz gemütlich zu Boden. Dann hat es doch ganz gut gepasst mit dem Ausstieg aus dem Flugzeug. Alles gut. Ich dachte, es wäre ein kleines bisschen weiter weg gewesen, aber nein. Okay. Ich sage mal so viel, Tempany und Pulaski reiten sich mal wieder in die Scheiße. Aber auf welche Art und Weise? Schauen wir es uns doch mal an und nehmen schon mal was in die Hand, womit man schießen kann.
Auf geht's. High Noon. Carl! Hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. You snitch piece of shit! You Vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You, take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. All right, that's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Das ist schnell eskaliert. Erledige Pulaski, das ist unsere Mission. Tja, das lief anders, als er das sich erwartet hat wahrscheinlich. Und jetzt ist Pulaski dran, so sieht's aus. Ja, was da mit Hernandez war, okay, er scheint sie verraten zu haben, aber das ist dann doch sehr schnell eskaliert. Oh, warte mal. Halt, scheiße, ich komme gerade mit der Steuerung nicht klar. Das war so eine schöne Einladung gerade gewesen von Pulaski. Tja, und nun geht es ihm an den Kragen. Wir müssen bloß schauen, dass er uns nicht wegfährt, denn er hat die schnellere Karre. Aber wir kennen die Abkürzungen. Weil ich nützlich bin, das ist die Sache. Carl, you should have seen your mama before she was buried. She was a real mess. Most of her face was hanging off. Don't fucking talk about my mom. The boys, you know, they fooled around with her at the scene. You know, touching her, jumping around and shit. Fuck you, Pulaski. Fuck hey. You. Merkst du was? Du sollst nicht so viel dumm quatschen, sondern einfach mal wegfahren, denn dein Leben ist in Gefahr, mein Freund. Und jetzt bist du tot. Oh shit, und ich auch gleich. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the brakes, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Bam. Mission erfüllt. Und wir haben Schwein gehabt, denn wir sind auch draufgegangen dabei. Aber alles gut. Pulaski ist tot. Und damit ist aus den Crash Cops nur noch ein Crash Cop geworden. Frank Tenpenny ist das letzte große Arschloch, das noch verbleibt in diesem Spiel. Pulaski hat's versaut. Und damit haben wir erstmal Ruhe vor den beiden. Denn, naja, Tenpenny hat andere Probleme und er weiß auch, er ist ein ganzes Stück schlauer als Pulaski. Er ist ja eigentlich der Kopf der beiden. Er weiß auch, wann er in der Defensive ist und wann er sich nicht mehr erlauben kann, Scheiße zu bauen. Naja, und das ist jetzt der Fall. Das heißt, wir haben jetzt wirklich erstmal Ruhe vor den beiden. Und ich muss mal kurz auf die Karte schauen, denn wir sind wirklich am Arsch der Welt mal wieder. Okay, Eisenbahnlinie vielleicht? Ja, lass einfach mal nach Osten fahren. Wir fahren einfach mal straight nach Osten und schauen mal, wo wir hinkommen. Das heißt, wir können uns jetzt wirklich um unser eigenes Business kümmern und damit steht jetzt... Komme ich da durch? Ja. Und damit steht jetzt wirklich
Casino-Geschichte an. Noch nicht sofort der Raub, denn wir müssen noch vorher was für Salvatore erledigen. Aber der muss sich ja erstmal bei uns melden. Es wäre schön, wenn er es demnächst mal tun würde. Trotzdem, es freut mich so sehr. Wir haben Pulaski aus dem Weg genommen. Ausgeschaltet. Und er hätte wirklich nicht so viel dumm quatschen sollen, sondern sich aufs Fahren konzentrieren. Denn er hat es nicht gut hingekriegt. Okay, ich habe ihn auch ziemlich gestört dabei. Habe immer wieder dafür gesorgt, dass er irgendwo rein crasht, aber ist auch ein Crash-Bulle. So. Fahren wir mal hier dazwischen durch. Oh, what? Ich bin sehr froh, dass die Mission aber trotzdem noch gut geklappt hat, denn wir sind ja gestorben eigentlich. Aber hey, was soll's? Hello? You've hung us out to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg? I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Okay, wir haben endlich wieder einen Auftrag bei Salvatore. Ich verstehe Ken gerade nicht ganz. Zementschuhe in der Wüste verscharrt? Was? Warum sollte man dir Zementschuhe verpassen, wenn man dich in der Wüste verscharrt? Das macht man eigentlich bloß, wenn man jemanden schwerer als Wasser machen will und ihn dann auf dem Meeresgrund verstecken will. Aber hey, gut. Ich will seine Paranoia nicht in Frage stellen und mit Logik belästigen. Das macht sowieso nicht so viel Sinn bei ihm. Dieser Mann besteht quasi nur aus Paranoia, von daher alles gut. Soll er halt mal meinen, was auch immer er meint. Und dann wollen wir uns wieder aufmachen, Mafia-Geschichten zu erledigen. Das werden wir in GTA 3 öfter tun, denn da stecken wir ein ganzes Stück tiefer in den ganzen Mafia-Geschichten drin. Oh, Entschuldigung. Aber hier ist das tatsächlich eher so eine Ausnahme, eben nur dieses kleine Ding hier bei Caligulas. Und ich glaube ehrlich gesagt, die Mission, die wir jetzt machen, ist dann auch schon die letzte für Salvatore und danach müsste es dann losgehen mit dem Bankraub, mit dem Casino-Raub. Bin mir aber nicht sicher, denn ich habe nur noch eine Mission im Kopf, die man für Salvatore erledigen muss. Für die müssen wir aber reisen. Das wird sehr interessant, denn wir sehen einen neuen Ort. Aber schauen wir doch mal, ob das jetzt tatsächlich schon kommt oder ob vorher noch irgendwas anderes ansteht. Seltsamer Aufstieg. Gut, auf zu Caligulas. Und dann widmen wir uns mal der nächsten Mordgeschichte. So. Da sind wir wieder. Wir haben uns noch nicht einmal hier im Casino umgeschaut, ne? Aber ich meine, ist halt ein Casino. Du hast Roulette-Tische, du hast einarmige Banditen. Und Blackjack. Blackjack hast du auch noch. Genau, die drei Sachen und das war's dann auch. Mehr gibt's hier nicht. St. Mark's Bistro. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon. Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, remember all those jobs we did together? Huh? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. Ja, was will er denn mit den dreien? Alright, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be alright without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! Und wir sahen sie nie wieder. Hoffen wir mal, dass die durchkommen. Mach dich auf zum Flughafen. Tja, mit Backup wird das wohl nichts bei der Mission. Das müssen wir alleine erledigen. Aber CJ war geistesgegenwärtig genug, um die Gelegenheit zu nutzen, die drei da rauszubringen. Die Sache ist nur,
sie flüchten vor der Mafia. Ich meine, die Mafia hat offenbar landesweit Kontakte. Und ich weiß nicht, ob das so gut für die drei ausgeht. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die nochmal irgendwie erwähnt werden. Weiß nicht, ob die vielleicht nochmal anrufen oder so. Aber zumindest in irgendwelchen Teilen, die zeitlich nach dem hier spielen, kann ich mich nicht daran erinnern, dass sie nochmal vorkommen. Naja, was soll's. Der Jet steht am Ende der Rollbahn. Steig ein und flieg nach Liberty City. Also dann machen wir uns mal auf in ein... Ist das Hufeisen schon immer hier? Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Machen wir uns auf in eine Stadt, die wir im nächsten Let's Play von GTA dann etwas öfter sehen werden. Liberty City wartet auf uns. Und dafür heißt es, wir müssen nach Osten fliegen. Und zwar sehr, sehr weit nach Osten. Ja, wir müssen mal wieder weit übers Meer fliegen und irgendwann ist dann die Ansage, dass wir jetzt eben den Sprung machen, um nach Liberty City zu kommen. Gut von mir aus, hab nichts dagegen. Haben wir eben wirklich mal Zeit, ein bisschen die Stille zu genießen, die Nachtluft zu genießen. Ich weiß gar nicht, warum hier im Osten so schnell mehr kommt. Ich meine, wenn man jetzt in Nevada ist, wo Las Vegas ja liegt, da kommt nicht so schnell mehr, wenn man nach Osten macht. Da ist dann erstmal sehr viel Wüste, dann sehr viel Gebirge, dann sehr viel Mittlerer Westen, dann sehr viel Ostküstengebiet und dann irgendwann mal Atlantik. Aber das dauert. Naja gut, wollen wir die nicht in Frage stellen. Ich meine, sie müssen ja irgendwie immer eine Insel bauen, wobei man könnte es vielleicht auch anders regeln. Ich fände es eigentlich mal nett, wenn man das irgendwie mit einem gewaltigen Gebirge regeln würde oder sowas. Wobei, da hat man das Problem mit dem Flieger, dass man dann nicht drüber fliegen können dürfte, was auch irgendwie komisch wäre. Naja gut, ich meine, am Ende weiß man ja eh, dass es keine richtige Stadt ist und dass es alles ein bisschen anders ist. Von daher, was soll's. Machen wir's auf nach Liberty City, St. Marks. Und es hat geschneit. Liberty City im Winter, ein Anblick, den wir im eigentlichen Spiel in Liberty City niemals sehen werden. Private function, invitation only. Oh yeah? Mr. Leone says otherwise. Ja, wir haben eine tolle Bewaffnung. Achso, wir haben auch normale Waffen, sehe ich gerade. Wir werden bloß nicht damit ausgestattet hier. So. Ich habe gerade die Taste zum Hinknien nicht gefunden. Ach, das war C, ne? Ah, siehst du mal, hätte ich das eher gewusst, dann hätte ich mich auch hinknien können. Aber was soll's, dann machen wir eben zu wunderschöner Musik uns auf nach unten. Weiß gar nicht, was das ist. Klingt auf jeden Fall nett. Hat sowas Vivaldi-mäßiges. Ja, wobei nicht ganz. Oh, 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 oh. Das war knapp. Aber so Klassikzeit könnte schon hinhauen. So. Ein bisschen haben wir noch zu erledigen. Halleluja, das war aber knapp. Den Keller müssen wir noch ausräumen von St. Mark's Bistro. Aber dann ist es geschafft. Wie mache ich das denn jetzt am besten? Den sehe ich noch nicht von hier aus, ne? Yeah. Ah, sehr gut. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Ich wollte jetzt nicht gerade in die Bahn reinrollen, muss ich zugeben. Mein Leben sieht so schlecht aus, es ist gar nicht gut. Weißt du was? Ich habe doch da so kleine Spielgegenstände. Viel Spaß! So, hat er es denn überstanden? Ja, ich glaube, er hat es hinter sich. Da ist sonst auch keiner mehr, so wie es aussieht. Gut. Ich glaube, ich nehme mal lieber die SMG in die Hand. Das geht ein bisschen schneller. Was habe ich denn jetzt gerade eingesammelt? Gar nichts, oder?
Ich könnte Leben gebrauchen. Gibt's denn nicht zufälligerweise Leben? Oh Mann. Ich muss echt aufpassen. Oh, hier ist schon der Ausgang. Okay. Schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwas haben am Rand. Nein. Dann müssen wir mal unten einen Blick drauf werfen. Da sind einige. So, dann nehmen wir dann doch mal wieder das Scharfschützen... Quatsch, das Scharfschützen, das Sturmgewehr. Yes, he. What you gonna do now? So, das war's für ihn. Das war's für ihn. Haben wir noch ein paar? Oh, sieh mal an, unten ist aber einer gar nicht gut dabei. Na, treffen wir den? Jawohl. Das war's für ihn, aber ganz fertig sind wir noch nicht. Der muss auch noch dran glauben. Und damit geht es zurück aus Liberty City. Ein kleiner Ausflug an die Ostküste und wir begeben uns wieder nach Las Venturas. So, das war doch eine ganz erfolgreiche Geschichte. Jetzt müssen wir bloß noch landen und dann... Achso, ich brauche noch nicht das Fahrwerk ausbauen. Jetzt müssen wir bloß noch landen und dann haben wir diesen Handlungsstrang eigentlich erledigt. Denn für Ken Rosenberg müssen wir nichts mehr machen. Der ist jetzt aus Gefahr geschafft. Paul und Mecca ebenso. Und damit können wir dann wirklich der Mafia ans Bein pissen, indem wir Killikillers überfallen. Es geht also alles auf ein Ende zu hier in Las Venturas. Und danach geht's wieder zurück nach Los Santos. Da waren wir schon sehr, sehr lange nicht mehr. Aber wenn wir dann dahin zurückkommen, dann sieht alles ganz anders aus als damals, als wir die Stadt verlassen haben. Diesmal stehen die Dinge weitaus besser für uns. So, jetzt können wir schon mal das Fahrwerk ausfahren. Wo ist denn hier eigentlich die Landebahn? So, nehmen wir schon mal ein bisschen Geschwindigkeit raus. Achso, die ist ja ganz im Westen der Stadt, stimmt ja. Wir kommen ja von Osten. So. Können wir schon mal ein bisschen Maß nehmen, da unten ist sie doch schon. So, das sollte eigentlich funktionieren. This is flight CJ-101 out of Liberty City. CJ-101. Final approach to Las Venturas International. Over. Flight CJ-101, you are clear for landing on runway 3. Ja, ja, ist klar. Wir sind schon lange dabei zu landen, also ist mir eigentlich scheißegal, was ihr so sagt. Das passt. $20.000 für uns. Und damit wäre das abgehakt.